Fülle die Wertetabelle mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 15 durch x minus 15 aus. Also, das ist hier wieder eine Funktionsgleichung, die ich auch so schreiben könnte. F von x ist gleich 15 mal x hoch minus 1 minus 15. Also, das wäre beides komplett dasselbe. Und immer dann, wenn man einen Exponenten hat, der negativ ist, dann handelt es sich nicht um eine Potenzfunktion, sondern um eine Hyperbelfunktion. Also entweder der Exponent ist eben hier wie hier negativ oder er ist so in der Form, dass er nur im Nenner vorkommt. Dann ist es eine Hyperbelfunktion. Der Nenner darf hier nicht 0 werden, also darf ich auch das x gleich 0 nicht einfach hier in den Nenner einsetzen. Das ist also nicht definiert, ND kürze ich das mal ab, oder keine Definition oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Auf jeden Fall nicht definiert in diesem Fall. Ich frage mich gerade, warum ich einen großen Buchstaben für D schreibe, aber egal. Also es ist auf jeden Fall, geht es nicht bei x gleich 0. Und jetzt setzen wir noch die anderen x-Werte ein. Minus 100 hier eingesetzt ist 15 Hundertstel, also minus 15 Hundertstel. Das ist minus 0,15. Minus 15 sind minus 15,15. Dann minus 50 hier eingesetzt. 15 geteilt durch minus 50, das ist minus 0,3. Minus 15 sind minus 15,3. Du siehst also, bei dem Sprung von minus 100 auf minus 50 ist fast nichts passiert. Jetzt springen wir auf minus 0,5. Das ist letztendlich, das ist wie ein Halb sozusagen. Dann hat man hier minus 30 auf dieser Seite. Also 15 geteilt durch minus 0,5 ist minus 30. Minus 30 minus 15 sind minus 45. Dann haben wir hier 0,2, das ist 2 Zehntel, das ist 1 Fünftel. 1 Fünftel hier in den Nenner reingeschrieben, da, also ich hoffe, du hast das schon mal gemacht. Hier, so sieht das dann aus, 15 durch 1 Fünftel. Wenn du durch einen Bruch teilst, ist das nichts anderes, als wenn du hier mit dem Kehrwert mal nimmst. Also hat man dann 15 mal 5 durch 1, das ist dasselbe. 15 mal 5 durch 1 ist 75. So, das mache ich jetzt aber weg, weil ich jetzt hier gleich wieder Platz brauche. Also 75 merken wir uns. Und 75 minus 15 sind 60. So, dann haben wir hier noch 10, 15 Zehntel, minus 15, da sind wir dann bei minus 13,5. Und die 60 da oben eingesetzt, da kommt dann raus ein Viertel, minus 15 sind dann minus 14,75. So, soviel jetzt erstmal dazu. Wenn du das Einsetzen schon mal drauf hast, dann ist das schon mal ganz, ganz viel wert. Denn jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Koordinatensystem an, wie das ungefähr aussieht. Du siehst schon, meine Achsen sind jetzt auch nicht besonders gerade, aber das macht nichts, denn wir wollen hier wirklich nur mal eine Skizze machen. Das ist hier die X-Achse und das soll die Y-Achse sein. Und jetzt müssen wir die Punktepaare hier mal eintragen, die wir jetzt hier haben. Wir haben hier hinten, also bei minus 100, meinetwegen, die Achse geht jetzt hier mal noch weiter. Bei minus 100 haben wir hier irgendwie minus 15. Bei minus 50 haben wir minus 15,3. Das ist also ungefähr derselbe Wert. Ein bisschen tiefer. Bei minus 0,5 ist der minus 45. Das heißt, umso näher ich hier an diesen Nullpunkt rangehe, umso kleiner wird hier der Wert. Und so weiter. Also, das soll jetzt, wie gesagt, nur mal eine Skizze sein. So, und so verläuft sozusagen die Hyperbel hier. Und die nähert sich jetzt hier unten der Y-Achse an, aber trifft die Y-Achse nicht. Ja, das ist das Wichtige. So, und hier geht sie weiter, ungefähr in die Richtung. Und sie nähert sich jetzt hier dem Wert minus 15 an. Du siehst das schon. Minus 45, minus 15,3, minus 15,15. Immer näher der minus 15, aber die minus 15 wird auch nicht erreicht. So, da macht man hier, macht man so ein Gestrichel hin, um sozusagen zu zeigen, hier ist eine, ja, hier ist so eine Asymptote. Also in, ja, gut, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. So, Asymptote und Polstelle sind noch so zwei Begriffe, die wir gleich klären müssen. Und jetzt haben wir hier in der, die 0, die ist nicht definiert, und in positiver Richtung haben wir für einen ganz großen x-Wert haben wir hier minus 17, minus 14,75. Also ungefähr hier. Dann minus 13,5 bei 10, das ist auch immer noch relativ nah hier.
dann bei 0,2. Umso näher ich an 0 dran komme, umso größer werden jetzt die Werte. Da bin ich jetzt hier auf einmal bei 60. Und jetzt kann ich das Ganze hier schon verbinden. So. Und du siehst, das ist jetzt wieder so eine Hyperbelfunktion. Einmal hier so ein Bogen und hier so ein Bogen. Und auch dieser Bogen hier läuft jetzt sozusagen in Richtung der minus 15 hier. Aber die minus 15 wird auch nicht erreicht. So, damit das hier noch ein bisschen deutlicher ist. Hier ist die minus 15. So, das nennt man Asymptote. Bedeutet, hier in diese Richtung hier, in x gegen unendlich und hier auch in x gegen minus unendlich. Ja, hier minus 100, dann kommt da minus 1000, minus 10.000 und so weiter bis minus unendlich. Und hier hatte man ja hier 60, glaube ich, ne? 60. Und dann werden da noch größere Zahlen kommen und so weiter. Also der Graph läuft hier gegen x gegen unendlich. So, und diese Asymptote, also das Wort Asymptote, die beschäftigt sich jetzt eben damit, was passiert, wenn x-Werte ganz groß werden. Also da schreibt man Limes, das kommt von diesem römischen Grenzwall. Also der Grenzwert Limes x gegen unendlich von der Funktion f von x läuft hier eindeutig gegen den Wert minus 15. So. Und Limes von x gegen minus unendlich, das ist hier auf der linken Seite des Graphen, da läuft die Funktionswerte laufen da auch gegen minus 15. Das sind Asymptoten. Wenn x gegen unendlich läuft, was dann passiert, das musst du dir angucken. So, jetzt haben wir aber noch hier eine sogenannte Polstelle. Eine Polstelle ist immer da, wo der Graph nicht hinkommt. Und der Graph kommt hier nicht hin. Im Grunde genauso auf einem Strich, den man hier einzeichnet, auf Höhe der y-Achse. Denn dieser Graph hier, der nähert sich sozusagen der x gleich 0 an, aber er trifft sie nicht. Er darf sie nicht treffen, denn 0 kann man hier nicht einsetzen, sonst wird der Nenner 0. Und deswegen nennt man das an dieser Stelle eine Polstelle, weil der x gleich 0 Wert ist nicht definiert. Das ist sozusagen der Blick, was passiert denn eigentlich, wenn der Graph hier gegen 0 läuft, zum Beispiel gegen einen Wert läuft beim x-Wert. Dann behandelt man hier Polstellen. So, das war es jetzt erstmal zur Aufgabe 1. Aufgabe 2 ist nochmal super interessant, denn da drehen wir das Ganze einmal um. Wir zeichnen jetzt keinen Graphen, sondern sehen gleich gezeichnete Graphen und bestimmen dazu die Funktionsgleichung. Bei den Funktionsgraphen handelt es sich um verschobene Hyperbeln mit den Exponenten minus 1 und minus 2. Sortiere zu den Graphen die jeweilige Funktionsgleichung. Und dann haben wir jetzt hier unter A, B, C und D haben wir jetzt hier Gleichungen, Funktionsgleichungen angegeben, die alle Hyperbeln sind. Aber keine Sorge, die hätten jetzt auch wirklich, also die müssen auch angegeben.